Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Ja, in der letzten Folge hat der Silvershot Gerechtigkeit in Good Name ausgeübt. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir müssen noch zwei kleine Handlanger erledigen, die uns dann zu einem noch größeren Handlanger führen. Und ja, darauf ist der Silvershot schon ganz wild. Oh. Seid ihr zum Beispiel die Typen? Dass ihr alle kommen konntet. Übrigens habe ich keine Munition mehr für meine Wir haben hier Silber-MG. das Ja. beste Kauspielzeug überhaupt. Silber. Ja, ah, ich habe die unterbrochen, ich sage verdammt. immer wieder, dass die Vorräte knapp werden. Wenn das nicht der Junge hinter dem Kostüm ist. Das war aber nicht nett, Mr. Shroud, meine Freunde mit deinen Visitenkarten so nervös zu machen. Du hast Sinchins Lieblingskämpfer umgebracht. Aber jetzt werden wir dein gottverdammtes Herz rausreißen! Das ist immer schon ziemlich beeindruckt. Da hat einen sehr schönen Revolver rausgezogen. Wurf. Der übrigens voll aufgelevelt ist. Wurf. So, das passiert halt. Der Tod ist mein ständiger Begleiter. Wurf. Wurf. Auf. Oh ja, verdammt. Lass mich verdammt nochmal treffen, danke. Ich hab das schon hundertmal gemacht. Glaubst du, bei dir wird's anders laufen? Mein Gott, was ist denn mit dir los, Hancock? Bei dem bist du verreckt, ehrlich? Bei der? Was Besonderes, meine Güte. Meine Visitenkarte hinterlassen, ne? Sollte ich mal machen, oder? Kann ich mal mitnehmen, oder? Ja, ganz neue Leichen essen, okay. Der nächste Anlage ist irgendwo hier. Ja, der Revolver ist richtig gut jetzt. Das tut ja auch den maximalen Schaden anrichten. Ja, aber leider keine Munition mehr mit meiner MG, schade. Das ist mein Cosplay nur noch zweitrangig. Ja. Oh, der andere Typ irgendwo hier in der Nähe. Was willst du denn? Das ist aber schon mal kein Hunde. Jetzt voll McCree aus Overwatch. Ich tue alles One-Shotten. Okay, was haben wir denn da noch? Ein Auto habe ich schon, okay. Mein Controller vibriert, warum? Was? Der selber Short muss hier durch, lasst mich in Ruhe. Lass das. Ich spiele noch auf sehr schwer, oder? Ja. Bin immer nervös, wenn ich irgendwie alles mit einem Schlag kalt mache. Das sind auch keine starken Gegner bisher. So, da ist noch ein Ort, den wir nicht erkundet haben. Da können wir ja vielleicht gleich hin, wenn wir Zeit haben. Oder jetzt. Ich will noch nicht erkunden, wenn ich noch nicht dahin gehe. Sonst werde ich nur verwirrt. Gehst du mal auf der Dreh los, ey? Kontakt verloren. Wer seid ihr denn? Die Bruderschaft hat hier nichts verloren. Ich hätte noch ein Visier oder so reinpacken können in die Knarre, aber ich fand das irgendwie nicht so geil. Dann habe ich das rausgelassen. Ist das alles? Ja, wem? Wo ist er? Mann! Den voll aus der Luft jetzt abknallen. So, jetzt hier, den mache ich auch noch kalt. Na nicht, du darfst leben. Der Silvershot, der läuft dir zu leben. Meine Stimme hört sich wahrscheinlich voll grässlich an, weil ich schon so heiser bin jetzt.
Seid ihr denn für Bosse? Was ist das? Was ist? Ja, meine Güte. Kendra und Elancy sind tot. Silver Shroud ist dafür verantwortlich. Norsi, Sinjin will, dass du weiter rekrutierst. Wir brauchen mehr Leute, nachdem wir uns um das Kostüm gekümmert haben. Und keine Sorge, Kate heuert ein paar Trottel an, die Shroud erledigen werden. Der Boss ist nicht glücklich. Du solltest also besser nicht versagen. Er nimmt sich der Sache persönlich an. Avery? Dem coolen Freund von Shroud in Good Neighbor einen ganz besonderen Besuch abstatten. Nicht so die aus Dingens? Wenn er das erledigt hat, meldet er sich bei dir. Dann solltest du ihm Ergebnisse präsentieren können. So ist er die aus Farber. Avery. Gehen wir nach Good Neighbor. Warum kann ich schon wieder nicht dahin, ey? Gegner in der Nähe oder was? Ja, okay, das habe ich jetzt gesehen, aber dann sagt mir das auch. Alter, warum nicht? Ja, okay, hier sind Gegner in der Nähe. Dann sagt mir das doch, wie sonst auch. Hi. Ja. Alter, die Waffe, ne? Warum ist sie so stark? 253, das ist verdammt stark. Mein Schrotgewehr ist jetzt auch so stark. Ich bin auf dem Weg. Wir haben mit einem Schlag seinen legendären Ding rausgepackt. So, ich nehme jetzt keine Dinger mehr hier mit hier. Bock immer aus halb der Parts irgendwie auszusortieren. Ich glaube der Name von den Typen aus dem dritten Teil ist mir jetzt eingefallen, irgendwie Daring Dashwood oder irgendwie sowas. So ein Held im Ödland, der auch irgendwie seine eigenen Abenteuer hier erzählt hat, der mit dem Ghoul irgendwie unterwegs gewesen ist, weiß ich nicht. Herbert Daring Dashwood, irgendwie so was, keine Ahnung. Neuigkeiten von Silver Shroud. Falls ihr es noch nicht wisst, Kendras Schreckensherrschaft ist Geschichte. Sie wird nicht... Was? Oh Gott, was ist denn jetzt los? Auf die Knie, Drecksack! Warte, ich komme. Ich rette dich, das ist doch live, oder? Jetzt auf den los, weil den seine Idee war, oder was? Nein, das kann es ja wahrscheinlich nicht so lassen. Das ist also Shrouds Hauptquartier. Dann bist du sicher Silver Shrouds kleiner Freund. Du bist es. Oh, Sugar, ich hab Kent immer gesagt, dass dieser Heldenmist euch beide noch ins Grab bringt. Oh Gott. Also erstmal, dass die, glaube ich, irgendwas von uns will, oder? Tu's nicht, Shroud, das ist eine Falle. Rette dich. Beruhig dich. Shroud wird dir helfen. Bitte, hör auf. Genau das hat Kent so in Schwierigkeiten gebracht. Ein Dutzend Raider sind reingeplatzt und haben ihn mitgenommen. Als sie ihn mitnahmen, haben sie sind schon weg, oder? Botschaft hinterlassen. Hör einfach Kents Radiosender. Sie wird ständig wiederholt. Oh Gott, was ist denn jetzt los? Auf die Knie, Drecksack! Was soll das? Was ist das? Sinjin, alles klar. Das ist also Shrouds Hauptquartier. Dann bist du sicher Silver Shrouds kleiner Freund. Nein, ich moderiere doch nur alles. Wenn du deinen Freund liebend wiedersehen willst, Shroud,
komm ins Milton General Hospital. Tu's nicht, Shroud, das ist eine Falle. Rette dich! Tick-Tack, Shroud. Lass mich nicht warten. Wir haben noch einiges vor. Neuigkeiten von Silver Shroud. Falls ihr es noch nicht wisst, Kendras Schreckensherrschaft ist ge... Okay. Ich habe keinen Hinweis. Ja, okay, der hat gesagt, dass er da ist, aber trotzdem. Weil ich den schnell umlege, wird schon nichts passieren. Nee. Gut. Und extrem umsatz und 10 runter, aber ich habe immer noch keinen Gatling Laser. Wo kriegen wir einen Gatling Laser? Ich habe noch keinen einzigen gesehen. Schon wieder ein Ort, den wir nicht erkundet haben. Mann. Auf damit. Jemand vergreift sich an die Freunden des Silver Shrouds. Silver Shroud wird Rache verüben. Und sie wird nicht rosig für euch. Okay. Ich Hancock überhaupt noch mit dabei haben. Ich habe so irgendwie Angst, dass ich ihn wieder anreden muss. Das ist nur das Wartezimmer. Mit dem Leid anderer war wohl echt gut Geld zu machen. Was zum? Hi. Verschreckst dich! Gehörst du mir, Mann? Hast du Gurken auf den Augen, oder? Ich finde die Waffe voll geil. Hey. Ich hau hier einfach alles weg. Das ist doch einfach der Roboter. Ganz im Lack. Dass das erledigt ist. Spring, Herr Kock. Oh Mann, komm zurück. Ich hatte gerade voll den Spaß. Auf dem Weg. Das ist geil. Ich hau hier alles weg. So, wo muss das hier was schon hin? Hi. Hier war ich schon mal drin, oder? Das hier war schon, sollte mal ein Stimpack nehmen. Nicht in den Aufzug speichern. Ach, Scheiße. Nein. Alter, willst du mich verarschen? Diese alle umfallen wie Fliegen. Ausgezeichnet. Hin und wieder ist das doch mal schön. Ich bin wie Rambo, ich gehe einfach irgendwo hin, schieße und alles ist tot. Warum sind wir denn schon wieder hier?
Wo ist er denn? Oh. Dachtest wohl, du könntest dich verstecken, was? Bist du denn? Oh. Wieder da unten. Wieder direkt da. Warum bin ich denn nicht? Nach oben. Na, ist er doch. Oder da. Keller. Zeig dich. Los, nein. Wenn du dich traust. Nichts mehr zu sehen von ihnen. Wie ich immer klar und deutlich höre, aber die irgendwo am der Welt sind. Hey, Güte. Den ganzen Weg hier schon wieder. Keller. Keller. Jetzt mal nach oben. Was? Zweiter Stock. Ja, nicht hier runterfallen. Das glaube ich nicht richtig. Ich glaube, hier war ich aber schon. Hab mich doch schon mal hier verwirrt hier. Bin ich doch runtergesprungen, ne? Ja, ich weiß noch, weil das ist ja, wo dieses Parkhaus war in der Nähe, den ganzen Fallen. Boah. Was ist denn so komisch? Selber schon, hat keine Zeit für sowas. Er muss Gerechtigkeit ausüben. Sonst macht es ja keiner. Probier das echt so ein Zeitlimit oder so. Wenn ich den retten muss. Boah. Ich denn hier lang. Wenn ich da runterspringe, komme ich schon wieder an den einen Ort raus. Boah. Da laufe ich doch wieder im Kreis. Ich darunter falle, oder? Na komm. Oh nein. Zweiter Stock. Das ist ja lächerlich. Oder gehen wir wieder hier runter? Jetzt müsste ich doch wieder am Anfang landen, oder? Oder hier lang. Boah. Bin ich schon wieder. Schon wieder verschlossen. Ist da, glaube ich, nicht ein Raum, wo wir durch müssen, ne? Au. Ja, hier kommen wir schon wieder nicht. Da. Endstation. Mein Gott. Feuerfahrer. Ja, Protektron. Gehen Sie bitte aus dem Weg, ein Verbrecher muss bestraft werden. Ja, da sind wir. Was gibt's denn? Keine Bewegung, Arschlöcher. Wenn ihr nur einen Mucks macht, seid ihr dran und eure Familien auch. Und du, Shroud. Wenn du nur einen Schritt näher kommst, werden wir sehen, was Kenzo im Köpfchen hat. Du versteckst dich hinter einem Unschuldigen. Du bist ein Feigling, Sinjin. Ich werde dich zur Strecke bringen. Red nicht so mit mir. Ein paar dieser Loser halten dich für irgend so eine Legende. Als wärst du direkt aus einem Comic gesprungen.
Aber du und ich wissen, dass du ein Mensch bist und schwach. Du bist hier. Und warum? Wegen deines kleinen Freundes? Ich bin problemlos durch deine Leute marschiert. Wer sagt, dass ich nicht Shroud bin? Das ist sogar wahr. Ihn, Leute. Er ist nicht echt. Dann pass mal gut auf. Weil ich Kent dann töten werde. Und dann werden wir dich wie ein Sieb durchlöchern. Bis von dir nichts als Brei übrig bleibt. Und dann gehe ich nach Good Neighbor und mach dort jeden einzelnen Schweinehund kalt. Und ich brenne alles nieder. Keiner legt sich mit Sinjin an. Was passiert, ist Folgendes. Jeder, der mit einer Waffe auf mich zielt, stirbt. Bis auf den Letzten. Himmel, Sinjin kann uns nichts tun, wenn er tot ist. Feigling! Feigling! Hey! Boah! Na, ich versuch mal nochmal. Ey! Konnte man den dann noch retten? Wäre voll doof gewesen jetzt. Ich direkt mal einen kritischen Treffer gemacht. Dann hätte ich den gerettet. Weil es hat geskriptet. Ich hätte ihn abknallen sollen, bevor ich mit denen geredet hätte. Keine Bewegung, Arschlöcher. Und du Schwach. In Ordnung. Du versteckst dich. Red nicht so mit mir. Ein paar dieser... Aber du und ich... Ich bin problemlos. Hört nicht auf ihn. Dann pass mal gut auf. Weil ich... Und dann werden wir... Und dann gehe ich... Keiner. Ich bin das Werkzeug der Gerechtigkeit. Und kann nicht sterben. Der Tod wird dich holen, Schurke. Und ich bin sein Vollstrecker. Hör auf, so zu reden. Shroud, er ist es wirklich. Scheiße. Feiglinge. Ha. Boah, der Tod hat jetzt gepasst. Nein, Gott hat es nicht gesehen, aber er hat es geliebt. Hör auf, so zu reden. Kent, ich war noch nie so glücklich im Leben, jemanden zu sehen. Ja, ja. Das war knapp. Ich dachte schon, ich wäre im Arsch. Ich höre auf. Mit allem. Die Verbrecherjagd ist einfach nicht mein Ding. Wirklich? Nach all dem willst du einfach aufhören? Ich wusste, hier draußen sieht's übel aus. Aber das... Ich glaube nicht mal Silver Shroud könnte das wieder hinkriegen. Ach. Das musst du entscheiden. Ich gehe zurück nach Good Neighbor. Danke, dass du mich gerettet hast. Ehrlich. Aber ich habe genug. Okay. Wow, Hancock. Ich will nicht sterben. Gott. Dann tu mir nichts. Dann tue ich dir auch nichts. So einfach geht das hier. Hör auf, so zu reden. Das war unglaublich. Noch irgendwas. Den ganzen Weg wieder rauslaufen. Boah. Hancock, wo bist du schon wieder? Du hast es anscheinend geliebt. Obwohl du nicht mal da warst. Verstehe nicht, warum ich mit dem reden muss. Wegen der Belohnung oder irgendwie so was. Ja, wenn du mir eine Belohnung gibst, ne? Jetzt nachdem ich hier eine Quest gemacht habe, dann ist er auch voll blöd. Musst du mir denn schon jetzt geben, hallo? Ich bin doch schon lange Begleiter, seit 100 Stunden irgendwie so was. Stimmt. Der auch immer neu hier. Hey, ich nehme Job erledigt. Sinjin ist tot. Das war also der große böse Sinjin. Und wir tanzen weiter auf dem Drahtseil der Freiheit. Hier, für deinen Einsatz.
Verbindlichsten Dank. Die Straßen waren in letzter Zeit ein wenig zu rot. Hältst du sie sauber, bist du jederzeit... Wenn ich die Klamotten nicht angehabt hätte, hätte ich dann... Was passiert eigentlich, wenn ich so als Silbersport rumlaufe und mit anderen Leuten rede? Gibt es dann auch so Dialogoptionen? Nee, ne. Gut, dann gucken wir mal, was hier Neues. Ein Ort war, glaube ich, hier direkt in der Nähe. Vielleicht tun wir in einem 5 Minuten rauf und runter erkunden. Ha! Ah, das wäre schön. Hat der Silbersport Anzug irgendwelche Effekte? Von Menschen weniger Schaden bekommen, ne? 15%, glaube ich. Das ist nicht schlecht eigentlich. Aber den Mantel kann ich auch an den Nagel hängen jetzt. Endlich, ich kann den jetzt endlich hier aus meinem Inventar entfernen. Vorher war der die ganze Zeit ein Questgegenstand. So, da ist eine Kirche. Die müssen wir da unter 4 Minuten noch erkunden können, oder? Das sieht nicht aus wie eine Kirche. Shaw High School, okay. Gehen wir mal rein. Jetzt, wo wir wieder random irgendwas machen, ohne eine Quest oder so zu machen, können wir ja, weil nicht, anfangen, wann wir wollen im Part. Also gehe ich jetzt sowieso ein bisschen schneller einmal jetzt bald durch. Weil ich ja schon alles gesehen habe, außer natürlich, wenn ich Dinge sehe, wenn ich Zeitschriften oder Wackelköpfe sehe. Da sind super Mutanten. Vorsicht, man kann nie wissen, wo das herkommt. Aus dem Klo. Training kann ich schon. Happy Halloween. Lappe. Weißt du, kaum mache ich hier die Quest fertig und dann kommen wieder übermächtige Gegner. Nochmal. War der mysteriöse Fremde? Nee, war Hancock. Da kommt der nächste. Bestimmt auch ein Kriegsherr, ne? Ey, kaum habe ich die Quest abgeschlossen, kommen jetzt hier wieder nur Kriegsherren. Das darf doch einfach nicht wahr sein. Au. Au, oh mein Gott, da tut voll weh. Das wär's. Party gleich beenden, ne? Und zack. Ah, ist er immer noch hier. Ah. Jetzt werde ich aber weg. Aber denke, du kannst eigentlich schon wieder gehen. Ich mach doch mehr Schaden, wenn ich ohne Begleiter durch die Gegend renne. Dauert schon wieder so lange jetzt. Also vorhin alles über den Haufen geballert, ne? Und jetzt kommen die ersten anderen Gegner wieder, also nicht Story Gegner, weil nicht Quest Gegner. Da kommt schon wieder Kriegsherren, also was, ey. What, Hancock? Oh. Oh, klack. Den Kopf habe ich wegfliegen gesehen. Ja. Ein völliges Buch. Jo. Ja. Oh, 30 Minuten. Okay. Würde ich sagen, ich beende Partie. Und wir sehen uns, okay. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4, wo wir die Shaw High School erkunden werden. Ich bedanke mich alle, die zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.